Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Heute in Mehoyet und wir werden heute eine Seuche angucken. Versuchen sie zu eliminieren, ich habe keine Ahnung. Bist du Melicher? Ja, der bin ich. Ich muss mit dem Gefangenen reden. Und warum? Wer bist du überhaupt? Heinrich, Gesandter von Herrn Ratzig Kobilla. Ich ermittle wegen des Angriffs. Tut mir leid, ich habe gerade andere Sachen um die Ohren. Falls es dir nicht aufgefallen ist, hier wütet eine Seuche. Und Herr Ratzig hilft uns nicht damit. Ebenso wenig, wie er uns bei dem Angriff geholfen hat. Herr Ratzig weiß nichts von der Seuche. Es hat noch gar keine Kunde von der Seuche Ratei erreicht. Aber ich bin jetzt hier und kann helfen. Da du Herrn Ratzig dienst, könntest du von Nutzen sein. Wenn nicht du, wer dann? Sag, was ich tun soll. Es gibt hier bei uns diesen Stallburschen, Matthias. Ja, den kenne ich. Er kennt da ein Mädchen, das in der Krankenstube des Klosters aushilft. Sie heißt Johanka, glaube ich. Oh. Vielleicht kennt sie jemanden, der helfen kann, falls sie wirklich dort ist. Oh. Oh. Wir haben sie in der letzten Folge getötet. Ich kann doch nicht zum Kloster gehen, wenn sie tot ist. Du hättest früher auf die Idee kommen können, jemanden zu schicken. Die Leute haben solche Angst, sie gehen kaum vor die Tür. Und es ist nach draußen durchgesickert, dass hier die Pest wütet. Sollte man uns außerhalb des Dorfes antreffen... Oh, ich befürchte das Schlimmste. Außerdem bist du der Gesandte von Herrn Ratzig Kobilla höchst selbst. Dein Wort wird im Kloster mehr Gewicht haben als das eines gemeinen Bauern. Na gut. Na gut, ich gehe zum Kloster. Wahrscheinlich unsere einzige Hoffnung. Danke, zumindest für den Versuch. Aber warum bedanke ich mich eigentlich? Liegt ja in deinem eigenen Interesse. Ohne Hilfe wird der Gefangene auch sterben. Wenn ich zum Kloster soll, muss ich so viel wie möglich über die Krankheit wissen. Ich muss auf jeden Fall die Symptome kennen. Man wird mich mit Sicherheit danach fragen. Schwer zu sagen. Mein Weib fiebert, andere plagt Schüttelfrost. Ich habe auch gehört, manche speien, wieder andere sind voller Geschwüre. Aber warum schaust du nicht selbst? Es wird viel geredet und ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Alles klar, ich schaue mir das an. Ich habe die betroffenen Häuser mit Kalk markiert, aber bleib nicht so lange dort. Das habe ich gewiss nicht vor. Sprich mit Johanka im Kloster, sie ist tot. Sie ist offensichtlich noch da, aber liegt da wahrscheinlich auf dem Boden. Okay, untersuche die Seuche. Ja, keine Ahnung. Soll ich da wirklich hingehen? Ich meine, eigentlich ist es aussichtslos, dahin zu gehen. Wenn ich muss, ich es gar nicht erst versuchen, aber wir tun es einfach mal. Sie ist eh tot. Ich habe sie mit eigenen Augen umgebracht. Mit eigenen Händen. Ich habe sie angeguckt und sie ist gestorben. Ja. Sie ist jetzt ein bisschen kacke, ne? Ja, wer ahnt denn, dass man sie noch braucht? Ach Mann. Ich werde trotzdem Leute töten, die ich nicht mehr brauche. Ich werde es immer tun. Dann muss ich es halt noch ein zweites Mal spielen, um alle Quests abzuschließen. Kein Problem. Johanka? Was zur Hölle machst du da? Aber du bist doch gestorben. Ich hab sie doch um... Johanka? Lauf doch nicht weg von mir! Ich brauche dich! Johanka! Ich weiß doch nicht, wie du überlebt hast, aber ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Komm her! Lass mit dir reden! Johanka! Hallo! Hey! Jetzt rede doch mit mir! Ja, bleib einfach stehen. Okay, Ich geb schon auf. Du warst es also, der sich geprügelt hat. Ja, mit dir. So schnell. Oh. Na und? Das war das Falsche. Na egal. So, Johanka, ich hab wieder Frieden gemacht. Ist doch alles wieder gut, oder?
Kann ich kurz in die Kirche gehen? Ist die Tür noch offen? Die Tür ist noch offen, nice. Ich zahle meine Sünden. WTF? So viel war das noch nie. Ihr macht das schon. So. Joanka. Sind wir wieder Freunde? Ich hab sie umgebracht. Ihr habt es doch selbst gesehen, oder? Ich hab sie umgebracht. Aber sie ist noch da. Joanka? Wo ist sie? Johanka! Sind wir wieder Freunde? Merhoyet wurde überfallen und dort wütet die Pest. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber Merhoyet wurde angegriffen. Oh Gott, wie geht es, Matthias? Wurde am Arm verletzt. Er spielt es herunter, aber die Wunde sieht übel aus. Ich muss ihn sehen. Bevor du gehst, da gibt es noch etwas. Was? Irgendeine Krankheit breitet sich in Merhoyet aus. Das Vieh wurde dahingerafft und jetzt erkranken auch die Menschen. Ich dachte, vielleicht weiß hier jemand, was zu tun ist. Gütiger Himmel, wie schrecklich. Gut, dass du gekommen bist. Wenn es irgendeine Hoffnung gibt, dann hier. Sprich mit Bruder Nikodemus, dem Arzt des Klosters. Er weiß vielleicht, was zu tun ist. Alles klar, ich werde ihn suchen. Komm wieder, wenn du mehr weißt. Ich danke dir, Johanka. Bis bald. Horahin. So. Ich glaube, dass Johanka wegen der Mainquest wiederbelebt wurde. Schön. Ah. Manchmal hat man einfach Glück. Irgendeine Krankheit breitet sich in Merhoyet aus. Johanka meinte, du wüsstest vielleicht Rat. Eine Krankheit, sagst du? Wie faszinierend. Ich hätte sie ausziehen sollen und gucken, was, ob sie dann immer noch rausgezogen wäre. Faszinierend? Das ist schrecklich! Faszinierend? Es ist schrecklich. Verzeih, ich wollte nicht herzlos klingen. Schon gut. Wichtig ist, ob du uns helfen kannst. Das vermag ich noch nicht zu sagen. Dazu müsste ich mehr wissen. Sag mir, ist das ganze Dorf davon betroffen? Etwa die Hälfte der Häuser. Nein, zumindest noch nicht. Mehrere Haushalte aber schon. Ungefähr das halbe Dorf. Merhoyet. Hat es da nicht ein Gestüt? Was ist mit den Tieren? Haben die sich angesteckt? Ja, da gibt es ein Gestüt. Alle Tiere sind tot. Alle Tiere sind tot. Auch die Pferde, das Vieh, die Hühner. Und nun hat es die Leute erwischt. Höchst faszinierend. Entschuldige, ich wollte sagen ungewöhnlich. Kennst du die Symptome? Kenne ich? Nein, ich habe auch keine Lust, sie herauszufinden. Ja, kenne ich. Ja, mehr oder weniger. Ausgezeichnet. Ich habe viele umfangreiche Werke zu dem Thema hier in der Bibliothek. Beschreibe mir die Symptome, dann können wir dort Rat suchen. Kannst du lesen? Ja, klar kann ich lesen. Ja, kann ich. Ausgezeichnet. So, folge mir in das Skriptorium. Oh, untersuche die Seuche, ist fehlgeschlagen. Na gut, womit fangen wir an? So, womit beginnen wir? Offenkundig stimmt etwas nicht mit Ihrem Verdauungstrakt. Mit was? Mit Ihrem Verdauungstrakt, Heinrich. Ja. Das Problem liegt zwischen dem Mund und dem Arschloch. Aha, klar. Verstanden. Zu diesem Zeitpunkt kann man noch nichts ausschließen. Schau du im Brevarium de Signis Causa nach. Ein namhaftes Manuskript aus Salerno. Verfasst von Johann von St. Paul. Aber ich kann kein Latein. Zu deinem Glück übersetzt unser Bibliothekar bedeutende medizinische Werke in die Gemeinsprache. Also kannst du dich sehr wohl nützlich machen. Studiere das Brevier sorgsam und vergleiche die Symptome mit überlieferten Fällen. Das hilft uns vielleicht weiter. Ich hingegen widme mich den erprobten Klassikern. Avicennas Canon Medicinae und Galenos Hauptwerk Ars Medicinalis. Sicher. Sicher. Tu mich auch, ey.
Es ist bekannt, dass im Körper eines Menschen vier Säfte wirken: Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim. Sie sind ausgeglichen, erfreut sich die Person bester Gesundheit, besteht jedoch Überfluss an nur einem dieser Säfte, durchschwemmt er den Körper, stört seine Ausgeglichenheit und führt zu Krankheiten und sogar zum Tode. Ja, ich habe den Timer gar nicht angemacht, cool. Mache ich jetzt noch eine Viertelstunde. Ist es das hier? Muss ich das lesen? Okay, das ist wirklich das Buch. Oh, Verbände. So. Ein Überfluss an Schleim kann außerdem zu Diphtherie führen. Der Körper versucht, sich diesem Übel zu entledigen, indem man hustet, manchmal unter Krämpfen. Dies führt zu Entzündungen im Hals und Mund, die den Kranken plagen und die Aufnahme von Flüssigkeiten erschweren. Die Qualen werden meist von Fieber und Unwohlsein die Qualen verschlimmert. Nach einigen Tagen erscheinen Ausschläge oder Pickel. Menschen, die sich in der Nähe des Kranken aufhalten, stecken sich leicht an, doch trifft dies nicht auf jeden zu. Tiere können nicht an Diphtherie erkranken. Die Pest verursacht von Unregelmäßigkeiten der schwarzen Galle zeigt sich mit vielerlei Symptomen. Dazu gehört ein unstillbarer Durst sowie Unwohlsein, meist begleitet von spastischen Husten und manchmal sogar Durchfall, wodurch sich der Körper überflüssigen schwarzen Galle zu entledigen versucht. Nach einigen Tagen tauchen am Körper Pusteln auf, meist am Hals, unter dem Kiefer, in den Achselhöhlen und am Unterleib. Später zeigen sich schwarze Flecken an Fingern, Nase, Mund und anderen vorstehenden Teilen des menschlichen Körpers, an denen sich schwarze Galle festsetzt. Die Pest verbreitet sich schnell unter den Menschen, wenngleich manche verschont bleiben. Kleine Tiere leiden nicht an der Pest, doch größere können sich anstecken. Ein Überfluss an gelber Galle kann zu Ruhr führen, eine Krankheit, die sich auf unterschiedliche Weise offenbart, vor allem jedoch durch schrecklichen Durchfall. Nur selten kommt Erbrechen hinzu. Die Kranken leiden zudem an schrecklichen Durst, Unterleibschmerzen und Fieber. Die Seuche ist unter Menschen ansteckend, jedoch ungefährlich für Tiere. Doch es gibt auch andere Wege, die Körpersäfte in Ungleichgewicht zu bringen und das Blut zu schwächen. Eine Vergiftung zum Beispiel äußert sich durch Fieberanfälle, Delirium, Magenkrämpfe, welche mit Zuckungen, Durchfall und großen Durst einhergehen. Wurde ein Mensch durch Gas vergiftet, zum Beispiel in Minenschächten, Nähe Sümpfen oder an ähnlichen Orten, zeigt sich die Vergiftung oft durch Ausschläge an Nase und Mund. Wurde das Gift über die Nahrung aufgenommen, ist jedoch keinerlei Ausschlag sichtbar. Vergiftungen sind zwischen Menschen und Tieren nicht übertragbar, doch trinken sie beispielsweise alle vom selben Wasser, sind Menschen wie Tiere betroffen, letztere meist schneller. Ein interessanter Fall von einem Ungleichgewicht der Körpersäfte ist Veit-Stanz, der sich darin äußert, dass der Betroffene wild tanzt und dabei zuckt und sich im Kreise dreht. Manchmal singt, schreit oder lamentiert er auch. Er bewegt sich wie im Traume und wandert ziellos umher. Der Tanz kann Tage, Wochen oder Monate lang andauern, bis der Kranke vor Erschöpfung umkippt oder stirbt. Manche entledigen sich sogar ihrer Kleidung, um sich der Sünde des Fleisches hinzugeben. In einem Falle konnte den Kranken geholfen werden, indem man sie von einer Brücke in den Fluss stieß. Diejenigen, die nicht ertranken oder durch den Sturz umkamen, schwammen an Land und hörten auf zu tanzen. Es zeigt sich, dass diese Tanzplage hoch ansteckend ist, allerdings betrifft sie nur Menschen und keine Tiere. Veit-Stänzer, die Tiere in ihren Wahn einbeziehen wollten, wurden letztendlich getreten oder gebissen. Was ist das denn für ein letzter Fall? Habe ich was mal durchgelesen? Dude? Hallo? Hallo? Verdammt. Ist weg. Welches wird. Ach, das. Ich weiß, was ihr Ich plagt. glaube, ich hab's. Ja. Und wie lautet das Ergebnis? Vergiftetes Wasser. Verdorbenes Wasser hat sie vergiftet. Wirklich? Höchst unwahrscheinlich. Doch wenn Meister Johann von St. Paul das sagt, wer bin ich daran zu zweifeln? Wir müssen sofort eine Arznei zubereiten. Ich kann helfen. Ich könnte dabei helfen.
Wirklich? Ja, ich kenne mich mit Alchemie etwas aus. Ein Gemeiner, der etwas von Heilmitteln versteht. Wer hätte das gedacht? Ausgezeichnet. Ich gebe dir das Rezept. Und du hast meine Erlaubnis, das Laboratorium des Klosters zu nutzen. Yay. Ich gehe sofort an die Arbeit. Endlich und darf ich es benutzen. Ich eile in der Zwischenzeit direkt nach... wohin nochmal? Merhoyet. Richtig, Merhoyet. Ich nehme Johanka mit. Niemand kümmert sich aufopferungsvoller um die Kranken. Eile mir nach, sobald die Arznei zubereitet ist. Danke, Bruder Nikodemus. So, ihr müsst zuerst den Gefangenen behandeln. Es gibt dort einen Mann, der eurer Hilfe dringender bedarf als jeder andere. Er ist ein wichtiger Zeuge bei einer Mordermittlung. Ausgeschlossen. Wir richten unsere Zeit mit den Kranken nach der Schwere ihres Leidens, nicht nach deinen weltlichen Bedürfnissen. Arschloch. Würdest du mich... Willst du mich verarschen? Ja. Ist ja gut. So. Retterschnaps, Elixier, Heilmittel für Merhoyet. Wir brauchen 2 Disteln, 1 Holzkohle, 1 Baldrian. Wo soll ich denn Holzkohle hernehmen? Habe ich Holzkohle? Distel, Baldrian. Wo soll ich denn Holzkohle hernehmen? Willst du mich verarschen? Wer packt denn sowas in... Das Schloss ist zu kompliziert. Das entscheide immer noch ich. Hallo? Wo ist der Punkt? Hä? Da war er gerade. Aber es hat doch sonst immer wieso funktioniert das jetzt schon wieder nicht? Hä? Ich brauche die Holzkohle. Ach Gott. Wo soll ich denn jetzt Holzkohle herbekommen? Das Einzige, was mir einfällt... Mühle. Was will ich jetzt zu kaufen? Schleifstein. Kräuterkundler. Ah, der läuft gerade weg, ne? Okay, wir müssen einen kurzen Abstecher machen. Und zwar nach Rattay. Das ist der einzige Kräuterkundler, bei dem ich einkaufen kann und den ich auch kenne. So, jetzt müssen wir noch schlafen gehen, ey. Hier sind noch ein Bettchen frei. Oh, der bettelt, also muss hier im Bett frei sein. Ja. So, dann wollen wir mal. Ich hoffe, der verkauft Holzkohle. Irgendwer muss doch hier Holzkohle verkaufen. Hallo, hast du Holzkohle? Beste Grüße. Lebe wohl. Ups. Holzkohle, Holzkohle. Eine Galle hat er hier. Holzkohle. Gib mir mal ein paar mehr, falls ich es verkacke. Stimmt, hier hätte ich auch jederzeit einkaufen können, ne? Oh. Gib mir alle Bücher, die du hast, Alter. Was ist denn los? Ich will alles lernen. So, Warenkorb prüfen. Falschen wir mal. Lass uns über den Preis Wir sind doch Freunde, Dude. 5000, ey. Hier, ich geb dir 3900. Einverstanden? Ein schlechtes Angebot. Gut, das nehme ich an. Ah, das ist...
So. Dann ziehen wir uns mal die Bücher rein. Und damit haben wir ganz, ganz viele neue Rezepte. Dass ich nicht vorher auf die Idee gekommen bin. Nice. Okay, sehr schön. So, damit können wir auch jetzt hier hinten hingehen und ein bisschen alchemieren. Falls es das Wort gibt. So, was haben wir eigentlich so Neues? Wermutgeist kennen wir. Gegenmittel. Heilt dich von Vergiftungen. Das ist das, was wir jetzt kennen, nur irgendwie ein bisschen anders. Aha. Schützentrunk. Führe dir für eine ruhige Hand und einen geschärften Blick einen Schützentrunk zu Gemüte. Danach ist fast alles so, als würden deine Pfeile von selbst ihr Ziel finden. Oh, cool. Trank des Baden. Wer ein guter Bade sein will, möge diesen Trank in großen Mengen zu sich nehmen. Er lockert die Zunge, vertreibt alle Hemmungen. Die darauffolgenden Magenkrämpfe und Schwächeerscheinungen sind ein Preis, den es sich zu zahlen lohnt. Joviks Zornetrunk. Dieser Trank versetzt seinen Anwender in einen Blutrausch und erhöht die Stärke und Effektivität im Kampf. Sei jedoch auf der Hut. Ein Wahnsinniger kann im Kampfgetümmel schnell zu Schaden kommen. Aha, ist das jetzt, was man auf Gegner sprühen kann? Ich weiß es nicht. Verdauungstrank. Hast du dich überfressen oder hemmungslos den Alkohol hingegeben? Dann probier diesen Trank, um deinen Magen zu beruhigen und denk in Zukunft daran, wer ein maßvolles Leben führt, lebt länger. Hahnenschreitrank. Wer die Augen nicht mehr offen halten kann, obwohl ihm an diesem Tage noch so einiges bevorsteht, möge von diesem Trank kosten und neue Kraft schöpfen. Kaffee. Retterschnaps kennen wir. Ringelblumenaufguss. Wer verwundet und übel zugerichtet wurde, der möge diesen Trank zu sich nehmen. Er heilt Verletzungen, verleiht deinem Körper Kraft, die er zur Erholung benötigt. Sollte dies nicht genügen, dann möge ein Heiler zu Rate gezogen werden. Dieser Trank hilft auch gegen Kater. Lazarus-Elixier. Ein Trank, der kaum Wünsche offen lässt, denn er würde sogar die Toten aus ihren Gräbern holen. Er gibt Verwundeten neue Kraft, selbst wenn der Tod schon an ihre Tür klopft, heilt Verletzungen und hilft sogar bei Knochenbrüchen. Aber vergiss nicht, dieser Trank allein wirkt keine Wunder, also sucht er noch einen Heiler. Schnaps. Elixier der Sappei. Salbe. Heilmittel für Merhoyet. Das machen wir gleich. Trank der Nachtfalten, wenn du dich wie ein nachtaktives Tier in der Dunkelheit bewegen möchtest, so mögest du am Abend diesen Trank zu dir nehmen und erleben, wie die Nacht klarer wird und mehr der Dämmerung gleicht. Doch hüte dich vor dem Licht, denn deine Augen werden sich an die Dunkelheit gewöhnt haben und von Licht geblendet werden. Das ist cool. Kennen wir auch? Wasser der Lethe. Ein kräftiger Schluck reicht aus, um leichtsinnige Entscheidungen, die dein ganzes Leben beeinflussen, rückgängig zu machen und deine Spezialisierung neu auszuwählen. Sei jedoch gewarnt, dieser Vorgang ist unumkehrbar und schmerzhaft. Aha. Sich resetten? Okay, Schlaftrunk. Bockbluttrank. Wenn Kurzatmigkeit plagt oder eine schwere Rüstung belastet, möge dies trinken und er werde weniger erschöpft sein. Aqua Vitalis. Wer sich entmutigt und schwach fühlt, der solle dies zur Stärkung des ganzen Körpers trinken. Denn ein angeregter Kraut gibt es, angeregteres Kraut gibt es nicht. Flugsalbe, das müssen wir auch noch machen, stimmt. Naja. Gehen wir erstmal zurück. Ich werde demnächst natürlich wieder, bin ich jetzt noch vorbei? Ja. Aber ich kann, das meiste kann ich schon vorbereiten, guckt euch das an. Nice. Ein bisschen Tränke brauen, um unsere Spezialisierung weiter voranzutreiben. Damit wir irgendwann automatisch machen können. Hey, bin ich jetzt dran vorbei? Wo ist denn das jetzt? Ah, da war's gerade.
Also gut, bereite eine Handvoll Baldrian. Bereite Wasser, eine Handvoll Baldrian, zwei Handvoll Disteln und etwas Kohle vor. Gib die Disteln in den Kessel und lass sie für zwei Sanduhren durchkochen. Okay, okay, vorbereiten. So, wir brauchen Wasser. Sehr schön. Dann gucken wir mal. Gib die Disteln in den Kessel und lass sie für zwei Sanduhren durchläufig verkochen. Okay. Die Disteln. Zack. Da liegt die Kohle? Ja. Okay. Eins. Zwei. So. Das hätten wir erledigt. Gib den Baldrian hinzu und lass alles für eine Sanduhr. Okay. Habe ich jetzt gerade den Baldrian reingetan oder die Distel? Ah, die Distel, okay. Das habe ich ja verkackt. Kessel. So. Lass das Gemisch abkühlen, gib zum Schluss die Holzkohle hinzu, aber lass das Gemisch nicht kochen. Das heißt, wir nehmen jetzt die Holzkohle und werfen die da einfach rein. Fertig. Ja, ja, ich weiß. Yay! Okay, cool. Wir haben es geschafft, Freunde. Wir sind die Besten. Ich habe immer so ein bisschen Angst, dass ich viel schlage. Aber gut. So, da wären wir also wieder angekommen und wir geben mal das Heilmittel ab. Ich weiß nicht, ob wir die richtige Krankheit diagnostiziert haben, aber wir hoffen es einfach mal, ne? Wie ist die Lage? Also, hier bin ich. Wie ist die Lage? Leider nicht allzu gut, Junge. Hast du das Heilmittel? Ja, hier ist es. Ich werde 4 Dosen nehmen, du den Rest. Ich kümmere mich um Strohs Familie und du übernimmst Melichas Frau und die anderen. Sie lassen mich nicht zu dem Gefangenen. Sie wollen, dass er leidet. Auch wenn er schlimme Dinge getan hat, aber eine sterbliche Seele so zu behandeln... Ich habe ihnen geholfen, sie müssen mich zu ihm lassen. Vielleicht kann ich sie überzeugen. Ich habe ihnen Hilfe versprochen und mein Wort gehalten. Sie müssen mich zu ihm lassen. Mag sein, aber in der kurzen Weile, die ich hier bin, habe ich festgestellt, wie verstockt die Leute hier sind. Sicher. Sicher. Die Schmerzen sind zu stark. So, okay. Ich weiß nicht, wo soll ich jetzt hin? Auf jeden Fall ein Nest entdeckt, das ist cool. Nein, widerstehe. Wenn noch einer was will, stelle ich mich dumm und... Guten Tag. Ich habe euch Hilfe gebracht. Darf ich den Gefangenen sehen? Ich habe euch Hilfe gebracht, wie versprochen. Lässt du mich zum Gefangenen? Sicher lasse ich dich, natürlich. Mein Junge, wenn dein Trank wirklich gegen diese Geißel hilft, hast du im Dorf freie Hand. Ob ich die Seuche besiegen konnte, wird sich erst zeigen. Es wird ein paar Tage dauern, ehe das Heilmittel seine Wirkung zeigt. Ich weiß, aber allein die Tatsache, dass es jemanden kümmert, bedeutet uns viel. Dann gehen wir nicht. Kümmere dich lieber um deine Frau. Komm nie wieder, komm mir nie wieder in die Quere. Ja, danke. Danke, Herrn Ratzig. Es war sein Wille, dass euch geholfen wird. Herr Ratzig ist ein guter Herrscher.
Nie wieder verliere ich ein schlechtes Wort über ihn. Jetzt öffne den Schuppen. Mach's gut. Ja, ich muss denen aber trotzdem noch helfen. Dafür muss man die erstmal finden. Ach, das ist Stroh. Bis dann. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Hier vielleicht? Also, bist nur wieder du, okay. Jetzt warten und sehen, was passiert. Bestraft? Wofür? Okay, muss ich noch mehreren Leuten helfen, oder? Ach Gott. Lauf hier durch die Gegend und suche noch irgendwas, was ich nicht finden kann. Liegt hier doch irgendwo jemand? Hier gibt's doch nicht so viele Häuser und ich werde hier, war ich gerade schon drin. Ja, das ist doch wieder derselbe Raum. Was sagt mir denn meine Quest? Weiter Knopf. Quest. Führe den Gefangenen, warte ab, los. Die Seuche. Gib den Kranken das Heilmittel. Ich konnte die Frau des alten Stroh heilen. Ah, die Frau des alten Strohs geheilt, steht da. Easy. Hier ist schon zu spät. Aber das ist doch immer noch dasselbe Haus hier. Hä? Oh, diese Qual. Pass etwas besser. Was tust du da? Oh, nein, mein Gott. Wir schlafen. Was ist denn? Ich will dir helfen, verdammt. Hey. Nein, mein Gott. Ja, dann verreck doch halt. Was ist hier geschehen? Das blanke Grauen. Wir wurden von Banditen angegriffen und dann brach auch noch die Pest aus. Jesus Christus. Der Allmächtige straft uns für unsere Missetaten. Okay, hau rein. Danke, das ist... Mach's gut. Ja, ich habe jetzt geholfen. Soll ich jetzt noch warten? Ich hab keine Ahnung, wir gehen mal in die Scheune und dann... machen wir einfach mal die Quest weiter. Ist mir jetzt ehrlich gesagt zu doof. Ist das die Scheune? Das war die Scheune. Ah, das war der Kranke. Ja gut, dann warte ich. Okay. Willkommen zurück unter den Lebenden. Na, wer bist du? Das geht dich nichts an. Das geht dich nichts an. Ich stelle hier die Fragen. Ganz nach meinem Geschmack. Mit mir wirst du leichtes Spiel haben. Wie das? Ich werde dir keinen Ärger machen. Das ist weise. Eine weise Entscheidung. Ich bin ein weiser Mann. Ich möchte, dass es schnell geht. Will den Rataya Henker nicht unnötig aufhalten, wenn du verstehst. Ich verstehe. Was willst du wissen? Alles. Sag mir zuerst, wer hinter all dem steckt. Wem folgst du? Dem Goldjunge. Wie jeder andere auch. Das ist nichts Neues. Aber wer hat dich bezahlt? Ich bekam meinen Sold von Wicht. Wie alle in Pribislawitz. Wicht wiederum bekommt sein Geld vom Anführer. Und der lässt es münzen. Aha, der Anführer, wer ist das? Wer von den Banditen ist der Anführer? Du denkst, er wäre ein Bandit? Wenn er das hörte, würde er deinen Kopf auf einen Pfahl stecken.
Niemand weiß wirklich was über ihn. Nur, dass er kein Tscheche ist. Er ist ein Fremder? Ein Fremder also? Ist er Deutscher? Glaube ich nicht. Aber sicher kein Tscheche. Und er hat Geld wie Heu. Würde meinen Hals verwetten, dass er ein Blaublüter ist. Wegen seinem Aussehen? Ja, seiner Rede nach. Jeder kann sich wie ein Blaublüter kleiden. Aber er redete daher wie einer. Wo finde ich ihn? Wo ist dein Anführer jetzt? Kein Schimmer. Nach Pribislavitz befahl er uns, Meerheue zu überfallen. Kam aber nicht mit. Ging sonst wohin. Aber ich schätze nicht, dass ihr lange vor ihm Ruhe haben werdet. Dieser Anführer hat also das Kommando? Also befiehlt dieser Anführer alle Überfälle. Was sagst du? Ich sage, du siehst das alles falsch. Ach ja? Du willst wissen, wer das Sagen hat und wer wem gehorcht. Nun, Banditenlager sind kein Adelssitz. In Pribislavitz gab es alle möglichen Banden, große und kleine. Räuberbarone, die ihre eigenen Männer hatten und von ihnen mein Herr genannt wurden. Und gewöhnliche Strolche, arm wie Kirchenmäuse. Männer kamen und gingen. Viel Gezänk, Mord und Totschlag. Alte Freunde und alte Rivalen trafen aufeinander. Weißt du, was ich meine? Schätze schon. Es war ein einziges Durcheinander. Hauptsache, keiner stellte Fragen. Mir war es scheißegal, wer der Anführer war, was er im Sinn hatte und ob er ein Ei hatte oder zwei. Mir ging's nur ums Geld. Aha. Okay. Woher wusstest du von Pribislavitz? Woher wusstest du von Pribislavitz? Wer brachte dich hin? Ein Kerl namens Moorcock. Wir lernten uns in der Nähe von Kuttenberg kennen. Ich raubte Bürger aus, die vor Sigismunds Armee aus der Stadt flohen. Wir kamen ins Gespräch und er erzählte mir von Pribislavitz. Wozu der Angriff auf Meerhoyet? Wozu der Angriff auf Meerhoyet? Der Anführer selbst gab den Befehl. Schätze, er wollte den Herren in der Region zeigen, dass er noch lange nicht geschlagen ist. Also plant er weitere Überfälle? Der Anführer hängt ständig was aus. Pribislavitz war erst der Anfang. Gefälschte Groschen. Also wusstest du von den gefälschten Münzen? Natürlich. Ich brachte die Groschen nach Pribislavitz mit ein paar anderen Dingen. Wirklich? Wo kamen die gefälschten Münzen her? Du meinst, wo sie gefertigt wurden? Weiß nicht. Ein Händler namens Meinhard gab sie mir. Wir trafen uns immer bei den Kohlenmeilern in der Nähe von Rovna bei der Kreuzung. Wie es der Zufall so will, soll ich ihn ungefähr jetzt dort treffen. Also wartet Meinhard dort. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Er könnte von Pribislavitz gehört und beschlossen haben, nicht zu kommen. Okay, wer weiß noch von dem Geld? Wer weiß noch von dem Geld? Außer dem Anführer, Meinhard, Wicht und mir, nur ein paar andere. Die Männer bekamen aber auch richtige Münzen. Hätte sie stutzig gemacht, wenn alle frisch geprägt gewesen wären. Was hast du uns noch ins Lager gebracht? Du sagtest, du hast auch andere Dinge geliefert. Welche? Briefe für den Anführer. Meinhard gab sie mir und diesmal sollte ich Meinhard auch eine Antwort überbringen. Hast du diesen Brief noch? Sicher doch. Diese Bauerntölpel hier interessieren sich offenbar nicht für Briefe. Dann her damit. Mit Freuden. Weiß Meinhard, wo das Geld herkommt? Und weiß Meinhard, woher die Münzen kommen? Woher soll ich das wissen? Für mich ist er bloß ein weiteres Glied in der Kette. Ich weiß nicht, mit wem er Handel treibt, so wie er nichts über mich weiß. Verstehe. Also hat es vermutlich keinen Sinn, dich zu fragen, ob du mehr über ihn weißt. Wäre Zeitverschwendung. Er übergab mir die Münzen und dann gingen wir getrennte Wege. Worum ging es in den Briefen? Worum ging es in den Briefen? Glaubst du, man hätte sie mir anvertraut, wenn ich lesen könnte? Ich brachte sie lediglich zum Anführer und zurück zum Meinhard. Das war alles. Okay, ich kann's ja selber lesen. Mehr muss ich fürs Erste nicht wissen. Fürs Erste? Um Gottes Willen, lass ja nicht zu, dass mich der Henker verhört. Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Du hast mir geholfen, ich lege ein gutes Wort für dich ein.
Ich kann deine Mithilfe nicht leugnen. Ich werde mich für ein schnelles Ende einsetzen. Heinrich, der alte Stroh will sich den Räuber vorknöpfen. Tritt sofort beiseite, du junger Bursche. Aber du kannst mich doch nicht einfach umbringen. Halt's Maul, du mieser, dreckiger Hund. Ich will kein einziges Wort hören. Du hast hier gar nichts zu sagen. Beruhige dich, Stroh. Na komm, nach allem, was er getan hat, wird er seine Strafe noch bekommen. Verdammt nochmal nicht im Weg, Melcher. Heinrich muss das entscheiden. Schließlich hat er ihn gerettet. Okay. Wie ich mich entscheiden werde, Freunde, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.